Würde mir natürlich nie passieren, aber. Was nehme ich denn da noch mit? Mal 10 hoch 154. Ja, ich hab hier. Also. Ich glaube, wenn ich jeden Tag ein neues Pokémon releasen würde, hätte ich nicht genug. Hätte ich nicht genug Zeit, um alles zu veröffentlichen. Oder es war 4 hoch 256 dann, ne? Ja, ich glaube schon. Also, ja. Das ist dann irgendwas mit hoch 200. Nee, 156. Ja, sehr viel. Ich sehe das Problem nicht. Durch das viel Geofissur. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Warte mal kurz, wir können ja mal. Ich habe jetzt eine Schürze gemacht, machen wir wieder auf. Also ein Tag hat 24 Stunden, ein Jahr hat 365,25 Tage. Jetzt nehmen wir mal an, ich lebe noch 100 Jahre. Sind ja gerade mal 876.600 Spiele. Nee, das ist nicht richtig. Okay, das war jetzt Stunde. Also wenn ich jede Sekunde ein Spiel veröffentliche, reicht das immer noch nicht. Ich habe mich aufgepasst, warum ist jetzt eingeschlafen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich die falsche Attacke benutzt? Das könnte sein. Also ich käme nicht durch, wenn ich jede tausendste Sekunde das mache. Ich käme auch nicht durch, wenn ich jede millionste Sekunde, also... Das kannst du vergessen, dass du damit jemals fertig wirst. Wieso hat denn das Vieh jetzt Hornbohrer? Diese KI benutzt meine Strategie. Das gibt's nicht. Muss mal kurz zwischenspeichern, glaube ich. Ich muss da vielleicht ein paar Versionen überspringen. Ich überspringe Rot und Grün und Blau und so. Und nehme nur minimale Abweichungen davon. Entwickler, wie schwer ist es, so ein eigenes Pokémon zu programmieren für den PC? Ich glaube gar nicht so schwer. Ich meine, du brauchst eine Gegnerdatenbank, du brauchst ein bisschen Umgebung. Ich meine, vor allem beim alten Pokémon läuft man eh auf einem Grid, offensichtlich. Also man sieht das Grid sehr heftig. Über Primzahlen. Das wird ein bisschen kompliziert mit dem Rechnen irgendwann. Oder meinst du nur für die Werte? Ja gut, das geht natürlich auch. Natürlich hat das jetzt Geofissur, du willst doch ficken, Junge. Aber ich glaube, so ein einfaches Pokémon-Spiel ist gar nicht so schwer zu machen. Also so... So im Stile von den alten Rot, Blau, Gelb. Gelb hat schon ein paar Spielereien, also insgesamt. Ich meine, das Grid, das habe ich, das kann ich einfach wiederverwenden. Gegnerdatenbank, ja. Das. Gut, ich würde wahrscheinlich von Nintendo verklagt werden, aber hey. Einfach nur Mekop. Mein Spiel. Niemand wird den Unterschied bemerken. Die Gemeinsamkeit noch nicht. Farbe braucht eh keine. Ein Bit Farbe ist genug. Was haben wir denn hier?
haben verschiedenes hier so. Also wir wollen auf jeden Fall wie immer hier und dann da, ne? Und dann vielleicht noch das da. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht so erfolgreich werden. Auch dann nicht, wenn Nintendo mich nicht verklagt. Wobei, was ist die Alternative für Pokémon, wenn du PC-Spieler bist? Emulator und sonst nichts, oder? Also RPG Maker machen? Nee, lass mal. Dies ist ja kacke. Mit den Älteren musst du dann so rumhacken, das geht nicht. Und die Neueren müsstest du dann Ruby können. Benutzt mir noch Ruby? Weiß es nicht. Ach komm schon. Wir können ja den EU4 auch ohne Peter spielen. Du kannst ja einfach mal für 80 Euro alle DLCs kaufen, die uns noch fehlen. Peter hat gemeint, die wären letztens im Angebot gewesen, habe ich nicht mitbekommen. Ich bekomme Angebote nie mit, beziehungsweise erst wenn sie vorbei sind. Sehr effektiv, macht kaum Schaden, ja, leck mich doch. Hast du den Energiefokus? Ne, Hydropumpe. Im Thermokoromon gibt's für den PC. Sind das ernst gemeinte Spiele oder so billige Bootlegs aus China? Oder wo ist die, wo immer die herkommen? Ja, das war schon eher ein Treffer. Greetings from the Netherlands. Greetings back from Germany. So, können wir mal gewinnen vielleicht? Die sind schon ernst gemeint. Okay. Bei den Namen war ich mir nicht so sicher. Taugen die auch was oder ist das... Es existiert. Warum frage ich der Delfin? Ja, ich keine Ahnung. No, I didn't watch the World Cup. I don't give a fuck for. Did I just? Yes. For football? Jetzt habe ich Safe State, weil ich komplett geistig behindert bin. Junge! Vielleicht soll ich lieber die spielen. Gibt es auch ein Koromon Stadium? So, mal Grundmann hier spielen. Kannst du nicht. So, was haben wir noch dabei? Lapras. Lapras klingt auch gut. Gucken wir die Scheiße doch mal an. Gibt es auch für die Nintendo Switch? Aha. Okay, das sieht tatsächlich gar nicht mal so scheiße aus. Benutzt du jetzt wirklich Explosion? Ich hasse dich. Volltreffer, ja natürlich. Wieso das? I don't know. Costa Rica played in the World Cup? Okay. Irgendwie merkwürdig, wenn Leute reinkommen, wenn man Pokémon spielt und die dann über den Fußball-WM reden. Was auch immer. Hättest du nicht vorher kommen können? Das andere, was war das andere? Das müssen wir mal nachgucken. Ja.
Temtem. Ich nenne mein Spiel Plem Plem. Hm. Mir eigene Wiki, verrückt. Egal. Jetzt hat ihre eigene Wiki. Okay. Sieht auch aus wie ein ernst gemeintes Spiel. Sieht tatsächlich gar nicht so komplett scheiße aus. Ich verliere hier gerade voll. Auch nicht mal angreifen. Ah, fuck it. Leckt mich doch. Glücklicherweise habe ich hier gespeichert. Lass mal. Kann ich Metronom? Wenn ich Metronom Hornbohrer. Warte mal, ist das jetzt zufallsabhängig oder kommt da immer Metronom? Nee, das ist tatsächlich zufallsabhängig, was? Kratzer, taugt das was? Nee. Ist ja lustig. Nee, das ist tatsächlich die völlig falsche Attacke jetzt. Ich habe da eine neue Idee. Ich könnte Electek Metronom machen lassen und so lange laden, bis ich eine Instant-Kill-Attacke bekomme, weil er ist schnell genug und... Delfino schaut doch bestimmt die Fußball-WM, oder? Delfino ist so ein Fußballgucker. Bin mir sicher. Tage ist sehr effektiv, macht kaum Schaden. Geil. Hat das Snatch Attack in Explosion? Ein Daubzis. This game is weird. I'm completely unbalanced. Natürlich macht er einen Volltreffer, warum denn auch nicht? Du verarschst mich doch hier. Soll ich vielleicht doch einen Strahl verwenden? Da kommt wieder die Explosion, natürlich. Warum? Oh, ich lebe noch. Easy. Das Problem ist, ich habe nichts gegen Lapras am Schluss. Lamus. Lapras? Was habe ich ja? Ja. Scheiße und so, ne? Lest doch mal ein, wie hast du denn damit? Leider nein. Ich könnte Lapras früher einsetzen, das könnte funktionieren. Dann wieder Electric raus und hoffen, dass ich zuerst dran bin und ihn töte. Was hab ich denn damit tot bekommen? Als ob das was werden würde. Wird doch alles nichts. Okay, Sam ist der Crit. Warte mal kurz. Erstmal Lapras reinwerfen und dann
Das Problem, dann ist das Eiseffektiv. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben, ey? Der Fino schaut Fußball. Für den Katar toll oder so. Nee, keine Ahnung. Ich hab doch davor irgendwas gelabert, ich hab keine Ahnung mehr. Ah, richtig, Pokémon-Spieler, stimmt. Oh, geil. Ja, kann nicht so schwer sein. Ich hab's hinbekommen, Bewegungsfeld halbwegs aufzubauen, das war. Und das ist auch nicht besser als Wasser. Oder? Vielleicht ein bisschen. Jetzt muss ich es nur noch Performant bekommen. So, wie mache ich das denn? Man möchte irgendwie nicht warten, nachdem er eine Einheit ausgewählt hat. Erstmal so eine halbe Minute warten, bis das Feld berechnet wurde. Kann ich das einfach so rundherum? Nein, das geht nicht. Das geht alles nicht. Oh, was? Achso, meine Genauigkeit wurde ja reduziert. Ich erinnere mich. Da war ja was. Ich könnte Pokémon tauschen, aber dann ist Electric sofort tot. Sehen wir uns in die Chance, ihn einzufrieren, oder wie war das? Ich glaube, ja. Oh, es ist verwirrt. Ja, exzellent. Ich würde es einfach weiter einstrahlen. Vielleicht habe ich nochmal Glück. Ich habe tatsächlich Glück. Leck mich. Leck mich doch. Das glaubst du nicht. Ja, ja. Easy. Wow. War noch gar kein Problem, nicht. Perfekt, yes. Das war auch der leichteste Cup, muss ich sagen. Da hat man wenigstens alle Level 100 Pokémon, nicht irgendwie so, ja, was, 50 und die haben 55. Magst du ein Level 20 Pokémon? Ja, ich habe hier 25. Gut, aber wobei, das war auch die erste Hälfte, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben so Wasserzeug. Und so Feuerzeug. Okay. Was nehmen wir noch mit? Ah. Passt der perfekt. Schon wieder Galoppe. Hat das Ding wieder so eine Instant-Kill-Attacke? Nee, es hat Toxin. Das ist auch scheiße. Und wer ist schuld? Delfinio. Können wir das bitte killen? Och nö. Lass mich raten, es kommt. Hat er ein Elektro-Pokémon? Ich hab nicht aufgepasst. Gabian.